Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück in unserer imperialen Kampagne und ich habe ja schon angekündigt, ich wollte gerne den Angriff auf Helmgacht wagen. Wir haben es im letzten Teil geschafft. Ich habe einfach geklickt und es wurde, glaube ich, als Doppelklick gewertet. Ja, wir haben jedenfalls den Helden hier blockiert. Und das gibt uns halt die Möglichkeit, hier Helmgard anzugreifen, weil wir in der nächsten Runde in Helmgard selbst nicht angegriffen werden können. Wir haben, glaube ich, ja gut, wir könnten noch eine Einheit Zombies mit reinnehmen. Aber ich bin eigentlich so ganz zufrieden. Wir brauchen nicht so viele Zombies jetzt in dieser Schlacht auf jeden Fall. Zumindest noch nicht. Wir haben ein bisschen was an Belagerungsgerät dabei. Ich sag mal jetzt... Ja gut, leider. Ich hätte zwei Rammböcke bauen sollen. Das hätte mir, glaube ich, mehr geholfen. Ist egal. Wir machen jetzt den Angriff. Ich sehe uns da auch auf jeden Fall vorne. Das wird, wenn ich mir das jetzt so angucke, wir haben zwei Tore, durch die wir durch... Wird keine schöne Belagerungsschlacht werden. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal... Nee, ich glaube nicht wirklich, dass das so toll wird. Wir gucken mal. Nee, so machen wir das auf gar keinen Fall. Ich kann aber schon mal den Rambock da hinstellen, denn da ist das Tor. 9 Punkte ist jetzt nicht so viel... 9 von 30. Auf der anderen Seite, wenn wir es auswürfeln, wir bekommen vielleicht so 2-3 Punkte dazu. Wir sind ja noch nicht so die Superzauberer hier. Deswegen würde ich sagen, da können wir das ruhig mal so rumprobieren. Ich bin gerade echt versucht, die Zombies in diese Belagerungstürme reinzupacken. Weil ich ja weiß... dass die als erstes hier den Verlust einfangen müssen, ne? Ja, wir gucken mal. Ich bin gerade echt so ein bisschen der Fan davon, die Zombies da reinzupacken. Und einfach nur, um ihnen da schon mal hier, einfach auch nur mal, um ihn da so ein bisschen hier direkt mal zu beschäftigen. Ja? So, alle anderen Truppen so weit nach hinten wie möglich. Die Hunde hast du mir sehr schön aufgestellt. Das ist so hässlich, das könnte glatt ein modernes Kunstwerk sein. Deswegen schätze mir die bitte nochmal direkt komplett neu auf. Ich sehe gerade, wir haben ja einen Wald hier. Da kann ich die Einheiten auf jeden Fall auch drin verstecken. Warum bist du nicht... Okay, jetzt zählst du als versteckt. Weil das ist ja in der Tat ein Problem, dass die KI mit den Türmen, oder also ich glaube die Türme allgemein, ja, bis in die Aufstellungsbereiche einer solchen Schlacht schießen können. Das ist einfach nur total kacke. Und das will keiner. Und deswegen verstecken wir unsere Einheiten da alle im Wald, dass die KI da nicht draufballern kann. Das hat man jetzt mittlerweile endlich mal seit Attila umgesetzt, was ich cool finde. Dass man solche Einheiten auf jeden Fall verstecken kann. So, und jetzt sind die einzigen Einheiten, die sichtbar sind, die Zombies und der Rambock. Das mit dem Rambock könnte eine längere Angelegenheit werden. Ich werde den Teufel tun und jetzt schon mit meinen Einheiten vorlaufen, weil der mich ja dann sofort anfängt zu beballern. Ich glaube, ich hätte hier die 81
Skelette im Nahkampf dran schicken sollen. Das mit den Leitern, das hilft, glaube ich, nicht so wirklich, ne? Oder? Wir können es probieren, auf der anderen Seite sind es halt auch nur... Ja doch, das war schon wichtig, hier eine ordentliche Einheitenstärke hinzupacken. Ich schieße jetzt halt schon mit seiner Artillerie drauf. Zombies halten sich ganz gut. Ich gebe keine Angriffsbefehle. Weil die Zombies sonst wahrscheinlich noch schneller sterben. Meine Scheiße, die sterben jetzt auch so schon. Ah gut, ich hab den... Doch, ihr schafft das noch mit dem Rambock, bitte, ja? Ich schicke jetzt meine qualitativ hochwertigere Infanterie da noch hinterher. Doch, die greifen schon an. So, dann lauf mal runter. Tor ist auf. Okay, dann. Die Skelette bitte jetzt rein. Nee, ihr sollt hier durch. Durch das Tor. Ihr sollt nicht da oben lang laufen. Das ist doof. So rum bitte. Machst du da? Ah, du hast ja den Rambock geschoben. Stimmt, der hat den Rambock geschoben. Geht das? Ich weiß nicht. Wenn ich so mache, geht's, glaube ich, ne? Und bitte so. Genau, und du greif mal da hinten an. Ja, und du kommst ja jetzt auch da hoch. Alles klar. Okay, bitte hier. Direkt dran vorbei. Unsere Einheiten werden da wahrscheinlich alle hängen bleiben. Das ist relativ doof. Man kann hier jetzt keine so tolle Schlacht machen. Das ist leider nicht wirklich, das ist leider nicht wirklich so möglich. Komm, bitte greif du doch auch an. So, das da... Sieht richtig scheiße aus, aber was wäre so eine KI-Schlacht ohne Bugs? Was wäre so eine Belagerungsschlacht ohne massivste Bugs? Dann versuch doch bitte so hier reinzulaufen. Okay, du willst nicht, dann greif du mal seinen General an. Und du bist schon oben. Noch nicht so ganz. In jedem Fall musst du angreifen, ne? Und du musst die Bogenschützen auf jeden Fall stellen. Okay, dann können wir jetzt mit unseren Generälen dazu. Die Zombies haben wir verloren, das macht nichts. Du solltest ja wirklich hier auch trotz Moral einbußen, dich um seine Kavallerie kümmern, ne? Ja, der kommt da nicht dran vorbei. Okay, ich krieg wenigstens seine Bogenschützen da so langsam weg. Das ist okay. Komm, greif mal. Ah ja. Immerhin kann ich ihn da jetzt von hinten angreifen. Die haben doch hoffentlich eine hohe Durchschlagskraft. Da sind noch 107 Skelette, die nicht das machen, was sie sollen. Das sieht nicht gut aus. Wenn da jetzt nicht...
schnell was passiert. Warte noch, du musst hier auf jeden Fall mitkämpfen. Wir müssen schnell gegen den... gegen den General zu Zuge kommen. Das sind jetzt nur die zentral aufgestellten Einheiten, ne? Ich kann leider, solange sein General hier steht, unmöglich mit meiner Kavallerie da durch. Das befindet sich leider nicht im Bereich des Machbaren. Da haben wir eine Anrufung des Nehek auch. Okay, der ist Fritte. Ja. Das ist schön. Jetzt können wir, glaube ich, wirklich mit unseren Einheiten hier durch. Unsere Zweihandkämpfer müssen jetzt auf jeden Fall gegen dich kämpfen. Du musst hier weitermachen. Ich schlage vor, dass der billig Schwertkämpfer dich, der Billig-Speerkämpfer dich verfolgt und du hier angreifst. Was mit den Einheiten auf der Mauer passiert, nicht die hohe Priorität, wie ich finde. Was allerdings hier hinten passiert, sehr hohe Priorität. Da müsst ihr jetzt hin. Da muss jetzt unsere fernkampfstarken Einheiten müssen. Das schafft doch nur die KI wieder mit so zwei Einheiten den kompletten Vormarsch hier aufzuhalten, ne, sodass er da wunderschön mit allem reinballern kann. Ja. Hallo? Ne, ihr müsst schon machen. Komm schnell. Gut, die sind schon mal durch. Hervorragend. Dann kämpf halt noch ein bisschen da. Das war eigentlich auch scheiße. Die Hunde laufen alle wieder zurück, weil sie an so einer Einheit kleben geblieben sind. Das darf nicht passieren hier. Es ist ganz essentiell, dass ich meine starken Kavallerieeinheiten hier reinbekomme. Der dreht sich natürlich, ist so klar, ne? Der dreht sich natürlich um und kämpft lieber gegen drei Einheiten gleichzeitig. Anstatt sich einfach mal so töten zu lassen, wie sich das für so einen Fritzen hier gehört, ne? Sorry, dass das keine schöne Schlacht wird, aber die muss effizient gespielt werden. Für schöne Schlachten haben wir jetzt gerade keine Zeit hier. Scheiße, ich verliere die Zweihänder. Gut, die sind weg. Einmal bitte hier und einmal bitte hier. Du kämpfst hoffentlich schon gegen die Zweihandkämpfer und du kämpfst hoffentlich schon gegen die Pistoliere. Lasst euch Zeit, ne? Also ihr könnt wirklich, ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr könnt da ganz gemütlich spazieren gehen. Sag mal, das hier ist doch kein Shopping-Ausflug. Ihr macht eine verschissene Belagerung. Ich hätte es besser geschafft. Das klingt jetzt doof, aber ich hätte es besser geschafft, wenn ich einfach nur mit allen Einheiten stur geradeaus durch das Tor gerannt wäre. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte, hier mit den Leitern hochzurennen. Ist ganz offensichtlich, aber wir werden auch das überleben. Schmeiß mir mal deine Anrufe ein bisschen Heck drauf. Weil ich muss jetzt zumindest die Quality Units hier schonen. Oh, ja, wähl einfach die Einheit ab. Ich brauch's ja nicht, ne? Ist ja nur so... Na.
kämpfst schon gegen den, ne? Okay, sieht so aus, ne? Ah, er kommt zurück, gut. Stehen die noch da hinten? Das ist echt frech. Nee. Aber er läuft schon mal so langsam darüber in Richtung fiese Infanterie, die mich platt machen kann, ne? Und du läufst auch so Richtung, ne? Ist auch klar. So ein, es ist einfach teilweise sau ätzend. Und ganz schnell wieder zurück. Haltet noch ein bisschen aus, wir haben es gleich. Stellt euch hier unten auf. Wobei ich der KI zutrauen kann, dass sie mit ihren, zutrauen würde, dass sie mit ihren Pistolen um die Ecke schießt. Okay. Das war's dann. Da hat die, da haben die Einheiten leider auch sehr lange gehalten, obwohl wir ja, das war total scheiße gespielt. Also das mit den Leitern hätte ich nicht machen dürfen. Es klingt echt merkwürdig, doof, aber es, das war echt ein großer Fehler. Welche Einheiten habe ich komplett verloren? Fast alle. Dann nehme ich 3 Gruftghule. Das ist okay. Ich glaube, nächste Runde kann ich hier dann auch nochmal andere Einheiten erwecken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir hier vorstellen. Ja, ich muss hier auf jeden Fall Steuern erheben. 1700, das ist so viel Geld. Ich muss ja eigentlich den Überschuss sparen. Wir haben schon 62% vampirische Korruption. Das ist ja eigentlich ausreichend. Ne? Gut. Wir quicksaven mal erstelle. Ja, wir sehen was positiv. Ich spare Geld dadurch. Ne? Das Doofe ist, dass die Gruftghule teurer sind als die Skelette, die ich gerne behalten hätte. Geht leider nicht. Ich habe immerhin die Kavallerie-Einheiten und die Todeswölfe behalten. Die Verfluchten verloren, aber damit können wir hier leben. Wer von hat ein Level? Du hast ein Level, ne? Angriffsbonus ist willkommen. Du bist noch nicht aktiviert, warum auch immer. Kannst du noch gar nicht aktivieren? Hä? Verstehe ich nicht. Mal 32%. Mal 30%. Wir nehmen die 32. Gut, das war zu erwarten, aber wir konnten es versuchen. Mauern beschädigen wir jetzt ziemlich cool. Dann könnten wir da nämlich auch sofort angreifen. Stark.
So. Wir laufen ein bisschen weiter, bis an die Grenze. Das müsste eigentlich klappen. Ach, du hast kein Belagerungsgerät ausgewählt. Zwei Ramböcke. Zwei Türme. Wir sind in Runde 200. Wow. Part 43, wenn ich mich nicht irre. Das ist übrigens richtig übel, da müssen wir tierisch aufpassen. Das sieht so aus, als würde der in der Garnison stehen, aber Achtung Leute, der steht nicht in der Garnison, der steht nebendran. Und jetzt kommt was richtig Fieses, also die meisten von euch wissen das wahrscheinlich schon. Wenn wir ja neben der Garnison stehen, ich erkläre es gleich, okay? Okay, ist egal, die Missionen interessieren mich jetzt nicht mehr. Wenn wir nämlich neben der Siedlung stehen, kann er uns angreifen und der kann tatsächlich, das sieht zwar nicht so aus, als ob das ginge, weil sich hier die Einflussbereiche so ein bisschen überlagern, aber der kann hier außenrum um Talabheim laufen und könnte uns hier auf der Rückseite angreifen, weil, wenn wir uns hier mit dem Kollegen zurückziehen, mit dem Ludwig, der würde sich niemals nach Talabheim selbst zurückziehen. Ich meine, warum auch an den sicheren Ort zurückziehen? Nein, der würde sich wahrscheinlich irgendwo hier hinstellen oder so. Und deswegen ganz, ganz schnell wieder rein nach Talabheim. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Das wird super, super important. Du gehst mal hier hin und belagerst mal gerade. Haben wir jetzt schon hier einen Vorteil? Gut. Oh, ich muss niesen. Und weiter geht's hoffentlich. Jetzt ohne Nieser. You dare. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Auf jeden Fall kann ich das nicht erlauben, dass er hier einfach so die Stadt behält. Okay, das hat geklappt. Die Armee ist frisch. Oh Gott, das Spiel. Gut. Du kannst mir nochmal drei von denen rekrutieren. Ja, doch, ist okay. Das können wir so machen. Bring me flesh to craft. What do you want? This is my cause. Move. Cool, wir machen Geld. Deine Armee noch ein bisschen größer, dann kannst du nach Nullen. Ich will mit der Armee natürlich weiter nach Marienburg und zwar möglichst schnell. Wir haben niemanden beschädigt, ne? Wir könnten direkt angreifen. Das ist halt eine Belagerung. Yes, my sire.
komm, ich aktiviere dich mal hier. Cool, der ist nicht weitergelaufen. Leider keine richtige taugliche Infanterie dabei, ne? Immerhin Stufe 5 Nekromant, was nicht so schlecht ist. Ich glaube, das genügt mir fast schon. Oh, ich krieg neue Nekromanten. Fällt mir da mal auf. Oh, der ist aber teuer, der Bruder. Der Ruprecht. Nehme ich noch einen Nekromanten mit? Ich müsste ihn ja in eine Armee reinpacken. Ich könnte ihn bei dir ganz gut in die Armee packen. Du hast auch so eine Vampir-Troller dabei. Du könntest einen Nekromanten gebrauchen. Eigentlich. Ja, wir müssen gucken. Ne, wir beenden erstmal die Runde jetzt. Ach scheiße, ne, ich hätte angreifen. Speak thy words. Definitiv kein Friedensabkommen mit dem Imperium, nein. Er belagert. Ah, du willst mir schon wieder den Helden platt machen, ne? Das kann einfach nicht wahr sein. Er macht mir halt den Helden platt und immer dann macht er diesen verdämmelten Angriff. Ist der zweite Held, den er mir da jetzt gekillt hat bei dieser Armee. Hat er einen verletzt oder komplett getötet? Das würde ich gerne noch wissen. Ich mache jetzt was anderes da oben. Ich werde jetzt plündern. Oder... Nee, ich habe nochmal eine andere Idee. Die anderen sind alle gescheitert. So, du brauchst also. Er hat schon minus 3 auf die Erfolgschancen der anderen gehabt, ne? Aber Größe plus 15 ist gut. Abkühlzeit auf die Anrufung ist ein Hack. Das ist der Fritze da. Den können wir echt nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, das, ich krieg wieder nur Stufe 1 Helden da oben. So ein verfickter Mistdreck. Egal. Wir machen folgendes. Geh mal in die Plünderstellung. Beweg dich mal so ein bisschen nach hoch. Das Plündern bringt mir hier jetzt momentan nämlich gerade mehr. Das machen wir automatisch. Das geht halt unglaublich viel schneller. Ich würde fast sagen, wir reißen es nieder. Obwohl nicht, dass das Chaos sich dann hier so eine Provinz holt, gehe ich mal hin und besetze die besser. Du könntest einen Nekromanten in der Armee gebrauchen. Nimm den Galgen, obwohl du produzierst ja auch gar nicht viel, ne?
Minus 1 bei der öffentlichen Ordnung, das ist okay. You dare. Destruction. Ja, diesmal will er sogar kämpfen. Kann ich es automatisch machen? Das kann ich jetzt eigentlich fast nicht mehr erlauben, dass er sich mit dieser Armee zurückzieht, ne? Er bekommt halt Verstärkung, ne? Darkness comes. Die zusammenlegen. Die zusammenlegen. Die zusammenlegen. Dann hole ich 4 neue Einheiten, dann habe ich meine Full Stack. Absolutely not. Dann kämpfe ich da gegen eine Half Stack und hier gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gegen eine Riesenarmee. Boah, was kriegt der auch für eine Verstärkung? Das ist doch unnormal. Bring me flesh to craft. Aber warte mal. Moment, kannst du nicht diese Blitzgechte machen, ohne dass der Verstärkung bekommt oder irgendwie sowas? War da nicht irgendwie sowas? Wir probieren das mal gerade. Ich habe mal gerade gequicksaved. Ich teste das mal gerade. Das muss ich jetzt mal gerade ausknobeln. Wenn das nämlich geht. Und die Chancen stehen da ja gar nicht schlecht. Muss ich keine Stellung für wählen, ne? You dare. Haha. Dann ist diese Armee nämlich Fritte. Mal gerade gucken. Ich habe den Unzerstörbaren getötet. Krass, krass. Hätte ich auch vorhin gebrauchen können. Ich kann mit ihm eigentlich nochmal. Nee, ich kann nicht mit ihm zurücklaufen. Okay. Ich muss ein bisschen mergen. Belager ihn, er kommt ja mit der Einheit da nicht raus. Okay, gut. Ja, diese Schlachten hätte man eigentlich jetzt auch noch zeigen können, aber es. Ja, ich weiß auch nicht. So wichtig fand ich die jetzt nicht.
Vor allen Dingen wollte ich nicht mit dieser Popla-Armee da kämpfen, was ja wichtiger ist. Ja, diese Schlacht hier. Auf der anderen Seite in 4 Runden ist er sehr angeschlagen und dann können wir da auch angreifen. Ja, bei der Belagerung gehe ich da lieber auf Nummer sicher. So, 15 Einheiten genügen hier eigentlich. Wir könnten dich auch so hier hinstellen, dass du den Manfred verstärken kannst. Aber wir haben es da nicht so eilig beim Money. Bitte. Sehr gut. Du plünderst noch hier. Auf der anderen Seite könnte ich dich auch in eine Gewaltmaßstellung setzen. Das ist mir sogar lieber. Lassen wir mal Salzenmünd außen vor. Kacken wir da mal drauf. Lassen wir es mal einfach Salzenmünd sein. Achso, ich muss noch Belagerungsgerät ausnehmen. Okay. Ja, gut. Wichtig war mir, dass er hier... Ach, ich habe jetzt keinen Attentat mit der verübt. Da könnte ich den Banshee übrigens hinschicken. Ach, ich hätte das an... Ich habe den Banshee vergessen. Das ist doof. Das ist richtig doof. Den Heinrich blockiert, okay. Nö, ich plünder da nix. Werd mal noch. Wir nehmen noch den Attentäter-Skill mit. Doch, ich komme bis nach Marienburg. Versuch mal die Mauern zu beschädigen. Schade. Achso, ich muss, ja. Sag mal gerade, wer sitzt da in der Burg? Okay, das ist nicht so viel. Nehmen noch hier die 2 Discount-Heinis damit. Geben wir ihm noch eine Runde? Ich glaube, wir geben ihm noch eine Runde. Soll er doch ganz unrühmlich sein Ende finden. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Nein, falsch. Ja, nee, doch, ist okay. Yes, my son. No mausoleums to defile. Gut, ich glaube, wir haben die Helden dann soweit auch aufgestellt. Wo willst denn du irgendwann noch hin? Richter, Herr der Brummer. Okay. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Habe ich die schon bewegt? Nein, habe ich noch nicht. My bloodline calls.
Müssen wir gleich gucken, wie wir da jetzt als nächstes bewegen. Immerhin schon mal ganz toll. Dass wir Hergig angreifen können. Oder eben Middenheim. Lagere mal Middenheim, das ist sicherlich eine gute Sache. Ja, wir können gucken, dass wir mit ihm hier nächste Runde verstärken. Du machst jetzt einfach mal hier weiter, genau. Und da sich ja hier nichts tun konnte, brech mal die Belagerung ab. Ja, und mach halt irgendeinen Scheiß. Das ist so ein... Also es ist echt... Was ist das bitte? Sagt er jetzt mal. Nee, das ist immer so blöd. Dann hängt man da jetzt fest und was weiß ich alles. Und ach, mach doch. Der Valmir Chaos Hasser, Stufe 18. Ich weiß nicht, wie viele. Geil, okay. Der plättet seine eigenen Siedlungen. Was ist das jetzt? Ja, zieh dich zurück, ist okay. Oh, du willst ihn blockieren oder willst ihn töten? Das ist halt mal wieder sehr typisch, dass man jetzt halt so von den Agenten halt geraped wird. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal gesagt bei, das war bei Rome 2, Caesar in Gallien. Das war das Nervigste am Ende, dass ich halt, ich konnte mit meinen Armeen nicht mehr vorwärts marschieren. Er hat seine eigene Siedlung wieder gerissen, ist mir egal. Erfolg, oh, oh. Ah, da unten, alles klar. Wir nehmen den Kriegsangriff. Das Attentat ist gescheitert, okay. Armee demoralisieren ist auch gescheitert, okay. Da war das also so, das wollte ich ganz gerne noch sagen. Ich konnte mich einfach mit meiner Armee nicht mehr fortbewegen, weil ich jede Runde von gegnerischen Agenten sabotiert wurde. Wirklich jede Runde. Ich konnte mich nicht mehr fortbewegen. Es ging nicht mehr, es war unmöglich. Das hat, glaube ich, das Ende des Spiels so um 15 Runden hinausgezögert. Obwohl ich eigentlich schon... obwohl ich da eigentlich schon überlegen war und es da nicht mehr viel zu tun gab, ne, was man da hätte machen müssen. Wo ist mein Banshee? Begun. Ja, okay, gut, vielleicht muss ich jetzt doch noch irgendwas hier abreißen. Ja, weil dann mache ich die Schlacht jetzt automatisch. Ich hätte halt die Chance, Karl Franz jetzt mit Heinrich Kimmler zu besiegen, aber es ist eine Belagerung. Ich habe keine Lust auf Belagerung. Ich will Feldschlachten machen. Und das Opal-Amulett. Welche Einheit hat er jetzt verloren? Du hast eine Flederbässe verloren. Okay, ich glaube doch, oder? Oder? Zeig nochmal gerade.
Ja. Dann mache ich es doch selber. Ist vielleicht auch besser so. Sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute und sehr gemacht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nagas Wille mit euch.